Hallo liebe Film-TV-Freunde, Berlin ist eine wundervolle Stadt. Deswegen spielt auch eine der tollsten Serien in ihr, die preisgekrönt ist und international sogar ausgezeichnet wurde. Und umso trauriger war es, als 2005 denn das Ende verkündet wurde. Manch einer weiß jetzt schon, man sieht auch Felicitas Wollnehmer, um welche Serie es geht. Es geht um Berlin, Berlin. Und die Fans können sich jetzt freuen, es gibt nämlich einen Kinofilm dazu. Über den reden wir jetzt. Schön, dass ich mit dir sprechen darf. Freue mich. Damals, es war ja... Die Ankündigung, dass es einen Film gibt, war total überraschend. Damals war ich ziemlich traurig, weil du wolltest ja eigentlich mehr Filme machen, hast auch mehr seriöse Filme gemacht. Wie kam es denn jetzt dazu, dass es doch Berlin, Berlin wieder gibt? Also ich glaube, dadurch, dass es halt was wirklich Besonderes war, damals schon, und auch die Frage danach immer geblieben ist, wann gibt es denn nochmal was und könnt ihr nicht nochmal und wie wäre es denn, ist das, glaube ich, nie ganz abgerissen. Aber manchmal brauchst du halt einfach den richtigen Zeitpunkt. Und ich habe, wie gesagt, die Jahre davor viel Filme, ernste Sachen gemacht und so und habe mich da auch weiterentwickelt, bin damit auch erwachsen geworden, habe mich auch, das war auch alles genau richtig so. Und als dann die Anfrage kam oder wir darüber gesprochen haben, ob wir es machen, hat es immer noch ein bisschen gedauert, weil der richtige Zeitpunkt kommen musste. Und das Buch sich auch noch ein bisschen verändert hat, so dass wir irgendwie alle sagen, auf jeden Fall, wir sind dabei, wir machen das jetzt und zwar jetzt oder gar nicht. Und ja, und so ist es dann auch passiert. Und du hast dich ja weiterentwickelt. War es denn schwierig, wieder zurück in die Rolle Lolle zu kleiden? Null, nee. Also sie ist wirklich, die ist so ein Teil von mir, das ist so gespeichert in meinem Körper. Ich bin damals mit ihr quasi groß geworden und sie ist, wird auch immer ein Teil von mir bleiben. Also von daher war das ganz leicht abrufbar. Und sobald die anderen irgendwie dabei sind, das ist eine energetische Sache. Das kann man auch nicht genau beschreiben. Da muss man sich nicht oder musste ich mich nicht hinsetzen und das nochmal Revue passieren lassen oder nochmal angucken, sondern das ist gespeichert in meinen Genen. Und ich gehe ans Set und ziehe mein Kostüm an und mache meinen Pony nach unten und sehe die beiden Jungs in ihrem Kostüm und es drückt den Knopf und es ist wieder da. Im Film und in den Outtakes sah es auch so aus, als wenn ihr so mega viel Spaß miteinander hattet. Gab es irgendwas, was euch besonders zum Lachen gebracht hat? Ach, da brauchen wir gar nichts Besonderes. Wir sind so doof manchmal miteinander, das reicht schon. Wir machen doofe Witze oder wir sind einfach lustig oder wir sind noch genauso wie früher. Wir sind zwar alle irgendwie alt geworden, älter geworden, aber das Miteinander ist immer noch das Gleiche. Also wir haben ja auch nie den Kontakt abgebrochen. Wir haben uns immer zwischendurch gesehen und der eine war da und der andere war da und man hat gekocht miteinander. Also die Ebene und die Freundschaft ist immer geblieben. Von daher war das ganz schnell wieder so, wie es damals war. Ich habe mir auch ein paar Interviews angeguckt. Das klang auch immer so, als wenn es Berlin, Berlin, wenn die Fortsetzung schon damals klar war, dass es eine geben wird. Es musste eine geben. So, keiner hat so abschließend gesagt, irgendwie, ja. Nee, ist jetzt für immer Schluss. Nur so ein weines, lachendes Auge. Kommt bald vielleicht irgendwann. Ist ja nicht tot. Ja. Ich komme wieder, keine Frage. Deutsche hat er gesagt und so war es dann auch. Ja. Können wir uns vielleicht noch mehr auf Lolle freuen demnächst oder ist da noch nichts im Plan? Ach, also ich meine, jetzt ist, im Moment ist es gerade noch nicht in Planung, aber letztendlich sagt niemals nie. Also sollte da irgendwann nochmal die Idee kommen oder es läuft gut. Man muss jetzt erstmal gucken, wie läuft das, ja. Also das ist jetzt alles noch so. Die Fans von früher, die sind natürlich vollkommen irre und freuen sich wahnsinnig drauf. Aber es muss natürlich auch gut laufen. Und wenn das beides funktioniert, dann würde ich jetzt nicht Nein sagen dazu. Kann ich mir schon vorstellen, dass man da nochmal irgendwas macht. Aber erstmal gucken wir jetzt, wie es jetzt läuft und Daumen drücken. Und, ja. Auch im jetzigen Film passieren ja Lolle wieder so enorm viele peinliche Sachen. Bist du da inzwischen schon so dran gewöhnt, wenn man zum Beispiel nackt einen Gruppenkoitus mitmacht? Oder? Ich mache das doch schon auch ziemlich oft, mich da jetzt dran gewöhnt. Also ehrlich gesagt, ich bin ein Freund von skurrilen Momenten. Das habe ich mit Lolle immer gehabt. Es gab immer skurrile Momente. Hat man im Leben ja auch manchmal. Aber so extrem habe ich es jetzt privat noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt erleben möchte. Also kann ich auch gerne abgeben. Aber es ist natürlich wahnsinnig lustig für einen Film zum Erzählen. Ja, und Lolle passiert das ja eben. Also die zieht das ja quasi magisch an. Ja, so ein Satz ist ja auch dieser, ich verkürze ihn jetzt mal ganz kurz, in Extremsituationen reagieren die Leute extrem. In Extremsituationen reagiert man anders, als man normalerweise reagieren würde. Man reagiert in Extremsituationen extrem. Also ist alles, was in einer Extremsituation passiert, als nicht geschehen zu werden. Denn es ist extrem und wäre nicht geschehen, wenn es die Extremsituation so nicht gegeben hätte. Ja, das sind jetzt sehr oft schon gesagt. Ja. Und was war deine letzte Extremsituation? Oder
Ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Extremsituationen. Ich glaube, bei mir ist es manchmal tatsächlich etwas langweilig. Weil, also extrem ist es jetzt vielleicht gerade, weil ich sehr viel zu tun habe tatsächlich und im Moment sehr viele Projekte auf einmal kommen. Und ich habe jetzt das letzte halbe Jahr weniger gedreht und jetzt kommt gerade alles auf einmal. Das ist für mich schon tatsächlich Extremsituation, weil ich dann genau koordinieren muss, genau alles planen muss und mit Kindern noch planen muss und so. Das ist dann schon eher so die straffere Extremsituation für mich, aber so richtig extrem, extrem, wie bei Lolle, da Gott sei Dank nicht. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich dachte mir auch, ich stelle dir eine Frage, ist es nicht also ein bisschen nervig oder schwierig, eine Person zu schicken, die hat ständig nur Chaos und dann bin ich heute hergekommen und hatte nur Chaos auf dem Weg und dachte mir, nee, das ist eine Serie aus dem Leben. Das ist komplett mit Kindern und alles ist das. Nee. Also, ist, ich glaube, es kann jeder nachvollziehen. Ja, ich denke schon. Also ich glaube, sobald, also in der heutigen Zeit sowieso, weil alles halt einfach extremer und schneller und überhaupt alles getakteter sein muss und man sich in seinem Handy einfach immer Alarm stellt, wann das nächste Gong, die Klingel jetzt hier wieder da. Also man lebt sowieso extrem heutzutage und wenn dann noch irgendwas Skurriles dazu passiert, dann denkt man, ja, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Aber ich finde, man hat heutzutage schon genug Extremsituationen. Jeder. Also ich glaube, da bin ich nicht allein. Ja, auf jeden Fall. Im Film wird immer gesagt, dass Lolle eine schlechte Küsserin ist. Kratzt es irgendwie so ein bisschen am Ego? Das wurde gesagt? Ach so, ja. Aber das ist ein Scherz gewesen. Das muss ich hier jetzt ganz doll betonen. Weil Lolle ist schon, glaube ich, eine gute Küsserin, sonst würde sie nicht so viel küssen, wie sie küsst. Aber das sagt Rosalie, sagt das ja, sie ist eine schlechte Küsserin. Aber das hat sie genau nicht gemeint. Gut, dass wir das dann nochmal festgehalten haben. Ja. Wir gucken uns das nochmal genau an, wie Lolle küsst. Ja. Im Kinofilm Mitte März. Ja. Und ich danke dir erstmal fürs Gespräch. Danke auch.